Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxa. So, ich werde jetzt als erstes erstmal versuchen, ein paar Programme zu installieren. Und zwar die auf meiner schlauen Liste hier draufstehen. Ich fange einfach mal irgendwo an. Ich fange mal an mit dem Chromium. Ob das unter FreeBSD-GhostBSD überhaupt möglich ist. Sudo apt, ich will immer apt eingeben. pkg install chromium. Ah ja. So, da findet er zwei Stück. Es gibt auch ein Spiel, das Chromium heißt. BSU. Okay, bei Linux stand der immer Chromium-Browser. Ist egal, ich gebe einfach mal nur Chromium ein. Und mal gucken, was passiert. Jetzt passiert wieder das Übliche. Wie kriegt man das hier überhaupt größer? Also hier steht ja Steuerung plus plus. Und hier steht Steuerung plus minus. Steuerung plus plus. Okay, ich gebe mal ein. Steuerung plus plus. Plus plus. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Also beide Plus-Tasten drücken. Ja, okay. Jetzt haben wir schön groß. Immer ein Yes. So, dann wollen wir alles sehen. So. Ja, ich sehe gerade, ich bin hier noch übrigens jetzt im WLAN drin. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal erwähnt habe. Also das war ganz einfach. Einfach hier auswählen, anklicken, Passwort rein und schwupps war ich im WLAN. Ich brauchte also keine zusätzlichen Treiber installieren etc. Das ging quasi out of the box. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Brauche ich aber ziemlich lange. Ich glaube, ich werde mal gleich mal wieder mein LAN-Kabel reinziehen. Ja, das mache ich nicht gleich, sondern mache ich jetzt. So, damit wäre Chromium fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Also von irgendetwas von Snap oder ähnlichem stand jetzt hier nicht. Zumindest nichts gefunden. Chromium 94. Bin ich mal gespannt. Internet. Oh, warum ist das nicht in Blau? Dann hat dieses normale Chrom-Zeichen. Aber okay. Wir starten mal jetzt Chromium, mein Lieblingsbrowser. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Dann gehen wir über... Schauen wir uns mal an, ja, Chromium 94. Und das hat schon mal funktioniert. Ich drücke mal STRG L. Zack. Ist der Bildschirm wieder clean. Okay, das haben wir erledigt. Wo war das denn? Chromium. Abgehakt. Erledigt. Was möchte ich noch installieren? Kdenlive. Jo. Das ist eine gute Idee, weil das ist auch ein Programm, was ich sehr häufig benutze. Kdenlive. Ich drücke jetzt mal die Tab-Taste. Ja, erkennt er. Ich meine, das Schöne ist jetzt, wenn man es über die Konsole installiert, dann bekommt man auch so ein paar Texte mitgeliefert, was jetzt so generell über so ein Software-Center nicht der Fall ist. Ob man die Informationen zwingend braucht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde das zumindest interessant. Ja, warte, machen wir das mal hier ein bisschen größer. Also das sind die ganzen einzelnen Pakete, die mit installiert werden. Qt5. Okay, ich dachte Qt4 wäre so das aktuellste. Ja. Habe ich mich auch schon lange nicht mehr beschäftigt. Okay. Ja, das sieht doch einfach gut aus, behaupte ich mal, ne? Dann können wir mit gutem Gewissen jetzt drücken. Ja, für euch werde ich wohl wieder... Ach hier, jetzt schön zu sehen, Wayland-Unterstützung. Ja, ob jetzt Wayland zwingend Vor- oder Nachteil hat, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist ja momentan so Stand der Technik. Und deswegen denke ich mal, sollte man es auch benutzen. Python wird eben installiert. Schön. Ein Docbook, auch schön. Quick Controls und ein WebKit, GStreamer Plugin mit DVD Read Unterstützung. Ja, ich habe jetzt, also der Laptop ist ja von 2014, selbst der hat keinen DVD Player mehr. Xine wird auch sofort mit installiert, das wird ja auch zum Video abspielen benutzt.
Also darunter kenne ich zumindest nur DVD-Autor. Okay. Also ich finde es einfach nur interessant, so die ganzen Infos, die so aufblinken. Bevor man hier irgendwie nichts macht, kann man sich das doch angucken, ne? Weil mit den meisten Sachen kann ich eh nichts anfangen, aber nur so bestimmte Pakete, die begegnen einem irgendwie immer wieder. So, so langsam aber sicher könnte die Installation ja mal Richtung Ende gehen. Ich google erstmal nach, was heißt überhaupt Fetching? Heißt das so viel wie Download, holen? Was heißt Fetching? So, öffnen wir mal den Chromium-Browser. Genau, den ziehe ich mir erstmal hier oben rein. Das hat auch funktioniert. Translate. Translate to German, ja. Holen, ja, also Downloading, ja, genau, habe ich es richtig interpretiert. So, was passiert jetzt? Die Pakete werden ja soweit fertig gebaut. Building Cache Data auf Mime-Typs. Okay. Irgendwelche Fehlermeldungen kann ich jetzt hier nicht erkennen. Also sehr viel Output, was hier noch mitgeliefert wird. Ja, das lesen wir jetzt aber nicht durch. Ich drücke in dem Fall Steuerung L. So, damit hätten wir jetzt auch KDenLive installiert. Abgehakt quasi. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Bestimmt unter Ton und Video. Wo ist denn KD? Ach, da oben, da ist es ja schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, sieht schon mal gut aus. 21.08 ist auch eine recht aktuelle. Meine mittlerweile gibt es 21.10. Ah, da brauche ich jetzt einen Moment. Okay, aus irgendwelchen Gründen passiert jetzt nichts. Ich drücke mal Steuerung Alt entfernen. Nein, das will ich nicht. Gehe mal in die Stations Tweak rein. Okay, jetzt kommt die Fehlermeldung. FF Play, fehlende Anwendung. FF Play, ja, okay. Okay, versuchen wir das mal nachzuinstallieren. Sudo apt-get. Hohoho. FF Play. FF Play war das, ne? Okay. Not available. Ist nicht erhältlich. So, ich werde mal diesem FF Play Problem ein bisschen auf die Spuren gehen. FS Play. Ah, hier unten. Bombs Problem, to the places. Okay. So, ich habe etwas gefunden. Ich habe einfach nur mal FF eingegeben und da findet er zum Beispiel FFmpeg. Und also installiere ich einfach mal. Mal gucken, was passiert. Warum geht das nicht? Achso, ich muss auch das Fenster im aktiven Fenster sein. Nochmal Enter, Passwort, okay. Okay, die Sache mit der Fehlermeldung werde ich später mal auf den Grund gehen. Ich schaue mal nach einer Alternative erstmal. Zum Beispiel, welches mir auch sehr gut gefällt, ist Shotcut. Vielleicht gibt es das ja als Alternative. Shotcut. Er hat was gefunden. Ja, Shotcut scheint es zu geben. Das ist ja prima. Version 21.03. Ja, das wollen wir nochmal sofort testen. Aber vielleicht braucht auch Shotcut dieses FF Play.
Ja, oh, herrlich. Das ist doch schon mal super. Also eine Fehlermeldung kann ich schon mal nicht erkennen. Ja, das wäre doch eine super Alternative zu Kdenlive. Deswegen werde ich die Sache mit Kdenlive auf jeden Fall jetzt erstmal auf Eis legen. So, nochmal ganz kurz. Ich werde jetzt die Pakete auch noch installieren. Die hat LibreOffice MTPaint, JS-Test, GPXC, GPS Purne, Remina und Xana. Das schicke ich jetzt ab. In der Zeit, wo das jetzt hier installiert wird, gehe ich erstmal eine Runde duschen. So, ich musste GhostBSD nochmal neu installieren. Ja, warum? Was ist passiert? Ja, im Endeffekt habe ich versucht, den Nvidia-Treiber ja mehrfach zu installieren, verschiedene Versionen. Und ich habe auch da so einiges gefunden im Internet, aber unterm Strich hat das jedes Mal zum Absturz geführt. Und jetzt bin ich erstmal so verblieben mit mir selbst quasi, dass ich sage, okay, Nvidia-Treiber installiere ich nicht, weil das System scheint ja auch so zu funktionieren, Nvidia-Treiber hin oder her. Es läuft ja trotzdem alles sehr flott. Und so wie ihr seht, hat sich das optisch, hat sich einiges jetzt hier geändert. Was habe ich gemacht? Also ich habe die Hintergrundeinstellung habe ich geändert, oder das Thema besser gesagt. Und zwar, ich muss ja erst mal gucken, wo war das nochmal? Ich glaube, Erscheinungsbild. Dann habe ich im Endeffekt angepasst. Habe ich dann über angepasst, genau, einfach nur auf Dark gestellt. Und die Symbole, genau, die Symbole habe ich geändert. Aber das gefiel mir hier eigentlich am besten. Was habe ich noch gemacht? Hintergrundbild habe ich geändert. Ich habe das genommen anstatt. Ich glaube, das war standardmäßig aktiviert. Ich habe jetzt das aktiviert. Und ich habe die untere Leiste rausgeschmissen und habe Plank nicht installiert. Installiert war es ja schon. Und zwar standardmäßig war das hier irgendwo drin. Dann dachte ich mir so, ach, das ist eigentlich eine gute Idee. Das kann ich ja so einstellen, dass es beim Systemstart automatisch erscheint. Und das geht irgendwo steht Startprogramme. Hier. Und da habe ich einfach über Hinzufügen, einfach Plank reingeschrieben, dann den kleinen Plank und dann habe ich einfach noch hingeschrieben als Kommentar eine Leiste, speichern, fertig. Hier den Haken gesetzt und schon wird es beim nächsten Start automatisch mitgeladen. Das kann ich hier eigentlich wieder rausschmeißen. Hier Zettel anlegen. Genau, Zettel anlegen. Ja, obwohl lasse ich es mal drin. Das habe ich auch noch hinzugefügt. Alles andere ist genau wie vorher. Das mit der Helligkeit einstellen geht jetzt momentan noch nicht. Ja, ich denke mal, weil der Treiber nicht installiert ist. Genau, und Java hat sich mit installiert, das habe ich gerade erst gesehen. Java minus minus Version. Wie soll ich das richtig schreiben? Version. Und zwar ist Java, also OpenJDK in der Version 11 mit installiert. Das hat sich. Ja, bei welchem Programm war das? Ich glaube, ich habe LibreOffice noch installiert und da hatte ich das, meine ich, dann automatisch mit selbst mit installiert. Ich kann ja mal hier so ein LibreOffice ja mal starten. Ich weiß gar nicht, welche Version das jetzt gerade ist. Sieht aber sehr aktuell aus. Oh, das ist aber. Ich sehe gerade, das Dark-Thema wird von LibreOffice nicht unterstützt und das ist hier noch auf Englisch. Das dürfte aber kein Problem sein, das auf Deutsch zu stellen. Jetzt erstmal die Version. Version 7, ja, das ist aktuell. Version 2